Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9 Let's Play Edition von Shadowlord. Ja, beim letzten Mal haben wir nichts erreicht. Im Prinzip haben wir einfach nur so einen blöden Scheiter umgelegt. Aber was soll's, das gehört manchmal auch dazu, ne? So, jetzt werden wir aber mit Gizama... Ich wollte schon wieder Gizama Luke sagen, was war die Scheiße? Mit der Gargantula werden wir jetzt aber weiter in diese Fossilienminen, die mehr an ein Labyrinth erinnern, vordringen. Und ja, mir geht's auch wieder ein bisschen besser. Bisschen erkältet bin ich immer noch, aber naja, kann man nichts machen. So, jetzt bitte einmal links, danke sehr. Ich bin ja immer noch Linkshänder, hat sich in letzter Zeit nichts geändert. Hoppala. Und ja, wir sind schon... Machen wir mal. Oho, du bist ja schneller als erwartet hier. Was? Kann ich dir vielleicht was andrehen? Was andrehen? Ja, nö, ja. Ja, nee, ja, nee. Okay, pff, was soll's? Wenn wir schon mal hier sind, mal sehen, Rajivost. Nö, davon nichts, aber vielleicht hast du irgendwas Interessantes hier. Weiteren habe ich noch 10, dann haben wir, glaube ich, noch mal 5. Zack. Nö. Nö. Zelt hat noch nix da. Schau mal wieder rein. So. Schreib ein anderer. Ah ja, geht's weiter mit der Gizamaluke? Gargantula. Irgendwann krieg ich's auf die Reihe. Irgendwann, verdammte Kacke. Und mal wieder stellen sich uns Federrochen in den Weg. Aber dadurch habe ich was Neues gelernt. So, nö. Da habe ich immer noch nichts Neues. So, einfach mal. Ah, der Konter. Ach, übrigens, kann ich mal gucken, ob vielleicht für... Level Up und Reamometer. Verdammt ich. Also, sonst mir nicht. Ich glaube, der lernt eine Regina. Kann Suna ja nicht lernen. Komischerweise, ne? Sie ist eine Weißmagierin, kann Regina nicht lernen. Also, in der Multistar Blende Persus. Aber wir brauchen noch ein bisschen für Ability Up. Moment mal, warum... Warum zum Henker gebe ich den nicht Ability ab? Das geht doch alles ja viel schneller. Mal sehen, kann ich ihn schon. Moment mal. Auto Potion. Der Ability Up war weiter oben, oder? Der hat's noch nicht. Da! Ah gut, der hat er schon. Okay, dann jetzt Suna. Ja, Ability Up. Und in Somalia kann sie auch schon. Nee, Auto Potion gebe ich hier nicht. Das ist ja schlecht. Oh Gott, ey, ich hatte schon seit 3 Tagen Ability abgeben und ich tue es nicht. Oh Gott, bin ich ein Depp. Ich bin ein Depp. Für Notfälle. Gucken wir erstmal nach, was uns, der normale Gargantula, der andere, der jetzige aktivierte Weg, wo der uns hinführen würde. Hopp. Denn Schalter Nummer 4, was ist ihm genau, müssen wir... Der wollte mich fressen! Habt ihr das gesehen? Nee, ich schmeck doch gar nicht, oder? Nein, scheint schon. So, der nur von Notfall, sollen wir, da geht's übrigens raus. Fuck off, das geht ja viel schneller, als ich dachte. Oh! Naja, ist eigentlich gut, dass es schneller geht, als erwartet. Eigentlich. Na gut, an dem Part werden wir schon die Fossilienminen verlassen. Aber vorher werden wir natürlich noch ein paar Schätze einsammeln. Den Schalter da, übrigens müssen wir auch aktivieren, um weiter voranzukommen. Ja. Alles ist jetzt noch mit kleinen Kletterrätsel verbunden. Wie ihr sehen könnt, diese Statuen, die spülen uns wieder runter. Und vorher noch wieder ein Kämpfchen. Leute, ich habe eine nervige Angewohnheit bei den Vampiren vergessen. Die haben die doofe Angewohnheit. Sobald sie einmal anfangen, Blut zu saugen, drehen sie durch und ihre Gier nach Blut steigt ins Unermessliche. Soll bedeuten, die fangen an, Blut zu saugen, bis sie drauf sind. Und wenn wir denen Blut saugen, werden sie auch noch stärker. So, ich glaube, hier können wir auch noch mal runter. Ja, so. Hier sollten wir überall umsehen, weil die Mine, wie gesagt, ist so. Die gibt viel Geld. Ah, ja, jetzt sind wir hier. Zack. Aber geht erstmal nach dahin. Hier ist glaube ich, was ist hier nochmal? Hier ist nix. Okay, Moment mal, hier muss doch irgendwas sein. Also, ich gebe zu, an den Rauch kann ich mich gerade nicht erinnern. Also, irgendwas ist hier doch, oder? Aha. Was haben wir denn hier? Ach, hier finde ich eine Arzt-Weste. Okay. Gut, das, ja. An diesen Raum konnte ich mich gerade überhaupt gar nicht erinnern. Ah, was ich eigentlich hier wollte, ist mit den Schürfer darum reden. So, du da.
Lass mal was hören. Euch, auch dann hier drin hat man neue Gesichter zu sehen. Wie gesagt, wie habt ihr es geschafft? Ich schürfe ihr, also schön die Griffe stecken lassen. Wenn ihr meine Potion gibt, dann kann ich vielleicht ein bisschen graben. Eine Potion willst du? Okay, aber her mit der Spitzhacke. Genau, selbst ist der Mann. Danke sehr. Die Spitzhacke brauchen wir für was ziemlich Optionales, was sehr optional ist und so. So, wir können nämlich hier wirklich jetzt Sachen finden. Aber erstmal möchten wir gerne, sollten wir diese Stelle hier haken. Das kann jetzt ein klein wenig dauern. Gebe ich zu. Ein bisschen nervig. In der Zeit kann ich aber ein bisschen weiter zuquatschen. Cool. Ah, also auch schon die ersten Reaktionen hier. Wen, könnt ihr euch an einen Brief erinnern, den wir bekommen? Wir können uns an einen Brief erinnern, den wir bekommen haben beim Modnet, dass wir einen Kupo finden sollen und die, das dort Kupo gut versteckt, muss man sagen. Kupo Modnet. Eine bitte. Ihr bringt diesen Brief an Kupo. Danke Kupo. Es ist der, wir wissen ja, es ist der Kupo, der erste allererste Kupo. Nur Mogri. Kupo ist unser allererster Kupo. Klar doch. Mal sehen, ich hätte gerne einen Brief, naja, so ist eigentlich so nur ein kleiner Zwischenspeicherpunkt. Halt überall, wo diese Ausrufezeichen sind, können wir graben. Und unter Umständen Schätze finden. Aber ich hatte eigentlich nur gemacht für den, Mogri dort. Ich glaube, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube wirklich Sachen, die großartige Sachen finden kann man hier nicht. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Es ist auch, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass irgendwelche wirklich wichtige Sachen sind sowieso nicht. Klack, klack. Also ist wieder das reinweg optional ist. Ein Jadestein gefunden. Naja, Jadesteine brauchen wir später erst eigentlich. So, hier wird er, sein Axt zurück. Hast du schon, du Kleiner? Hier gibt es überhaupt irgendwelche Schätze? Auf jeden Fall habe ich erstmal genug. Mit Sicherheit gibt es irgendwelche Schätze, aber ich war bisher zu blöd, welche zu finden, wie ich echt gesagt. So, ja, sind wir hier schon wieder fertig. Aber ich möchte gerne noch den Schalter da oben, ne? Komm, schon. Wir können das Ding da oben noch aktivieren. Wir müssen halt hier wirklich in großen Bogen klettern. Den Ding hier, mal sehen, das aktiviert sich auch nicht direkt. So, jetzt können wir das hier aktivieren. Wenn man diesen Schalter umlegt, dann kommt man nie mehr in die Mine hinein, wenn man erstmal draußen ist. Schwarzbürger LEV. Gabung 3. War ein guter Ausgang. Moment mal. Gabung 3 waren wir noch gar nicht. Verdammt, ich bin zu weit. So, dann spucken es mal wieder runter. Holla, ich hab mich hier gerade vergriesbuddelt, verblödelt. Ich hab mich hier verbödelt, ey. Oh Gott. So, du kotzt nicht. Nicht kotzen, habe ich gesagt. Mensch. Mensch, Meier, jetzt soll ich erstmal den Weg zurückfinden hier. Und vor allem wieder Kämpfe hier. Oi? Dass er hier schon vorkommt, wusste ich nicht. Das ist ein Garuda übrigens. Ich dachte, er kommt nur in Griffin. Den habe ich ja schon gesehen in, Anwesen von diesen, in der Arena da. Jetzt haben wir ihn hier als normalen Gegner. Damals haben wir damals an Steiner allein gegen ihn gekämpft, mit Steiner. Wo er uns ja ziemlich schnell fertig gemacht hat. Mal sehen, ob es diesmal auch so läuft. Ich schätze mal, ja. Ah, natürlich nicht. Wir sind natürlich jetzt ein bisschen stärker als vorher und so. Und wir sind vor allem, wir sind nicht alleine. Die ist da fehlgeschlagen, na klar. Natürlich werde ich versuchen, ihn zu fressen, aber ich glaube, von jedem vogelähnlichen Gegner lernen wir Himmelswind. Ich müsste allerdings lügen. Und ihr wisst ja, ich lüge nicht gerne. Also, sehen wir uns mal den Kampf mit den Griffen. Wie gesagt, ich dachte, er taucht erst in der Overworld des nächsten Gebietes auf. Ich denke mal, ich werde mit früher welchen Analyse einsetzen, zu gucken, wie viel HP er überhaupt hat. Je nachdem, was der jetzt zu Damage reinhaut bei... Na, vielleicht mal gegen der Rutsi. Einmal überlebt er noch. Dann klauen und dann jetzt heilige Magie. Analyse. Und dann wollen wir mal gucken, wie viel überhaupt der hat. Und welches Level da hat und so weiter und so fort. Es sei denn, das fandst du jetzt schon hier. Hätte mich aber auch nichts gewundert, wenn er schon mit 200 Mann angefangen vom Kombi fressbar wäre.
Denn Komi ist halt wirklich nicht gerade hier unser Main Attacker. Das physische Wertebegriff trifft zumindest. Und wir müssen ja 75% müssen runterhauen, damit wir den treffen können. Level 16, okay. Kann fliegen. Bin Element anfällig. Ich glaube, ich könnte mal mit Lorna mal draufhauen. Komi, heute ist ja schon mal drauf. Autsch. Nicht die Suna, die hält doch nichts aus hier. Gut, ich glaube, wenn Lorna draufhaut, sollte er noch leben. Jawoll. Und ich glaube, jetzt kann ich den noch fressen. Werde ich ja jetzt sehen. Jo, ungenießbar. Man weiß also, von denen würden wir eine Technik lernen, die wir schon kennen. Denn man kann wirklich nur Gegner fressen, bevor man was lernt. Saugen, Herz auf Stein. Ja, ich habe hier was in der Eis. Periot! Wir könnten es halt noch einmal jetzt sozusagen Ramu lernen. Nein, natürlich nicht. Die Sache ist die, die Bestia werden halt stärker, wenn man die Steine davon ausrüstet. Du kotzt jetzt. Sehr schön. Nein! Verdammt, ich dachte, ich hätte jetzt. Gut, was soll ich eigentlich sagen wollte? Je mehr Edelsteine wir haben von den... Ich versuche es einfach mal so. Noch einmal und dann machen wir das offscreen. Auch schon wieder Gegner. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Ah ja, jetzt heißt es wieder. Je mehr Versionen wir halt von den verschiedenen Edelsteinen haben, umso... Ey, wie soll ich das jetzt zurückkommen? Ohne Witz! Okay, versuch es mal hier ganz unten lang. Ah, so! Arschlöcher! Mann! Okay, wo war ich stehen geblieben? Jetzt halt wieder. Je mehr Versionen wir halt von verschiedenen Edelsteinen haben, die wir durch die wodurch Suna Beschwörungen lernen kann. Also jetzt, wie war jetzt für Ramu zum Beispiel, ist es Peridot. Umso stärker wird dieser Aufruf. Das bedeutet also, die Edelsteine auf keinen Fall wegschmeißen oder verkaufen. Immer schön sammeln. So, und ich glaube, zu Gabelung 3 kommen wir halt, wenn wir den Schalter da, Nummer 4, für den Notfall, diesen Notfallschalter, wenn wir den jetzt umlegen, kommen wir wahrscheinlich zu Gabelung 3. Den ich aber noch in die Sackgasse gerne möchte, muss ich also sowieso später mal wieder zurück und ich glaube, das mache ich dann nachher offscreen. Ich muss eigentlich ständig denselben Weg zeigen, vor allen Dingen, weil wir rein theopraktisch gesehen schon alles dort eingesammelt haben, was wir dort einsammeln können. Und hopp! Also wie gesagt, wir werden bereits in diesem Part die fossilen Minen verlassen können. Ja, schneller als ich erwartet habe. Was eigentlich ganz nicht gut ist. So, da hat er uns gefunden, ist das Gitzerkraut. Sehr schön. Okay, hier haben wir hier die Schatztruhe. Lamia Sierra. Lamia Sierra, das ist schön. Oder auch nicht, denn jetzt habe ich keine Ahnung mehr, wo ich lang muss. Oh, wahrscheinlich habe ich irgendwo eine Abgabe zeigen oder so verpasst. Auch wieder Gegner. So, und dank der freundlichen Unterstützung dieser Federrochen gerade, hat Suna auch Ramu gemeistert. Sehr schön. Ach, noch ein Kampf, Bild hier hat auch gelernt. Moment mal. Lamia Sierra ist doch eigentlich, ja, konfus und felsenfest. Sehr schön. So, dann löst sich jetzt das hier aus gegen felsenfest doch mal schneller, Blende. Nee, ich denke mal, ich gebe jetzt das Barett, damit sie Vitra lernen kann. Ja, endlich mal ein bisschen Heilzauber hier. Obwohl Vitra bisher auch gute Arbeit leistet, muss ich zugeben. So, Stirnband in Somalia. Gott, das habe ich doch schon ewig, das Teil. Ja. Na gut, das war das Gleiche. Hups. Okay, dann kann ich hier noch was wechseln. Ah, überfallen, Adrenalin. Adrenalin verhindert wieder mal irgendeine Staatsveränderung. Ich glaube, diesmal war es gemacht und stoppt. Und überfallen sorgt dafür, dass ich auch beim Klauen ein bisschen Schaden verursache. Zulalu. Dann, also was kann ich hier noch ändern? Ah, ja, den Ohrstock. Na gut, aber ich kann ihm sonst die Seite geben. Aber er hat bald Level abgelernt. Das ist schön. Dann, na gut, das habe ich ja gerade erst gemacht. Dann jetzt hier, Vollmond. Och, hat schon gut was erreicht. Und Halstuch. Ah, schon bald haben wir die Habgier. So, und jetzt beginnt die große Suche nach Abzweigung 3. Lecco mio. Das kann jetzt böse werden.
Gabelung 4. Aber das Gemeine ist, da stand nur für Notfälle. Wozu? Wo war man das? Da gehst du an Mia Sierra. Hallo? So, das mal umlegen. Zack. Und da werde ich mich nachher mal, da werde ich mich deutlich mal ein bisschen umsehen, weil ich hatte wahrscheinlich irgendwo was zu übersehen. Was ja bei mir überhaupt nicht selten ist, dass ich da was übersehe. So, fressi fressi und alle hopp. Sian sagt Timer, ja, ich glaube, wir sind jetzt ungefähr 15 Minuten. Das ist was Blöde, wenn ich vergesse, den Timer 1 aufzuschalten, wenn gerade ein Kampf drin ist, den ich drin lassen möchte. Was natürlich dann passiert, wenn natürlich ein Gegner vor Aufwärmer vorkommt, ist, den wir noch nicht drin hatte. Bestes Beispiel, Griffin. Moment mal, was war der Griffin? Was passiert ist? So, irgendwie bringen die Federrauchen verdammt viel AP, weil ich habe gerade schon wieder was gelernt. No Meter. So, dann wollen wir uns mal hier weiter umsehen. Ich grabe jetzt erstmal hier unten nur entlang. Nicht kotzen, danke sehr. Da gehe ich mal. Nochmal. Da unten gab es nur eine Schatztruhe, oder? Oder habe ich da was übersehen? Mal wieder. Ah ja, hier ist die Gabelung. Och Gott, bin ich blöd. Ich habe doch gesehen. Ich habe gesagt, nee, hier gehe ich später hin. Und nein, das ist ja der Ausgang hier. Ja, liebe Leute, das ist der Gizamaluke. Oh, das ist der Gizamaluke-Ausgang. Und. Und ohne Witz, erstmal diese Wurzeln verdammt verworren. Aber es ist tatsächlich so, dass wir, dass die Fossilmine der einzige Dungeon. Ach, hier kommen wir dann raus. Ah, das ist also eine Sackgasse. Oh, verstehe. Aber ohne Witz, es ist tatsächlich so, dass wir in die Fossilmine nur dieses ein einzige Mal reinkommen werden. In allen anderen Dungeons können wir später rein theoretisch nochmal reinkommen. Aber dies ist wirklich das erste und einzige Mal, dass wir in die Fossilminen rein können. So. Deswegen ist dieser Ausgang wirklich. Deswegen ist diese Nachricht wirklich berechtigt. Dass das wirklich das erste und einzige Mal ist, dass wir halt die Fossilmine betreten und verlassen werden. Und ich würde mal sagen, gut, der Part ist vielleicht ein bisschen kürzer als sonst. Na, oder nur unter Umständen. Und weiter geht's hier. Weiter geht's. So, auf der Suche zum Ausgang. Zack. Und ich denke mal, ich werde den Part auch beim Ausgang dann beenden. Na komm. Und im nächsten Part werden wir dann Fuß setzen auf den äußeren Kontinent. Hoppala. Und dort, liebe Leute, werden weitere schicksalshafte Sachen passieren. Vor allem für unseren, erneut für unseren lieben Freund, den Kombi. Wie ihr sehen könnt, da ist Ausgang, kein Gizakraut. Licht. Wir haben Licht gefunden. Licht am Ende dieses Tunnels. Und, liebe Leute, ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ihr wollt. Macht es gut.